So, richtest du dich nach den Eisheiligen und wartest deshalb mit der großen Auspflanzung? Ja. Auch dieses Jahr habe ich mich nicht daran gehalten und selbst schon im Freiland einige meiner wärmeliebenden Pflanzen rausgesetzt. Die werde ich euch dann auch zeigen. Und meine Tomaten sind ja auch schon längst in die Gewächshäuser reingekommen. Und da im April gab es diese Kälteperiode, wo es bei mir dann doch keinen Frost gab, aber ich doch da Vorbereitungsmaßnahmen getroffen habe. Die werde ich euch auch zeigen, was ich da gemacht habe. Und dann einfach im Allgemeinen, was ich gepflanzt habe, Mischkulturen erklären, die ich da gesetzt habe, warum ich das Ganze so mache und wo der beste Anpflanzort für Kürbisse ist. So wie ein neues Projekt, welches mein Vater starten möchte. Wichtig bei den Bohnen, weicht sie mindestens 24 Stunden, bevor er sie aussät, in Wasser ein. Dadurch keimen sie viel schneller. Eingeweicht habe ich die Ranken in Feuerbohnen und Buschbohnen. Die Feuerbohnen setze ich wie immer ins Hochbeet an der Terrasse, weil die natürlich eine Rankhilfe benötigen. Die Buschbohnen möchte ich in dem Bereich aussehen, den ich erst kürzlich im Herbst zum Beet umgeformt habe. Bohnen haben halt einen sehr guten Vorteil, dass sie durch ihre Knollenwurzeln Stickstoff aus der Luft holen können und den auch in den Boden etwas binden können. Und ich möchte halt hier so schnell wie möglich den Boden barer machen. Und da helfen ja die Bohnen auch wunderbar, weil sie halt sich selbst mit Stickstoff versorgen können. Als Mischkulturpartner habe ich für die Buschbohnen Zwiebel genommen. Und so gehe ich dann die ganzen Reihen durch. Es sind insgesamt 4 Reihen Buschbohnen geworden und dazwischen 4 Reihen Zwiebeln. Das Gute am Buschbohnen ist, dass ihr sie von Mai bis Juli noch aussehen könnt, zum Beispiel auch als Nachkultur für sehr frühe Kartoffelsorten wie zum Beispiel die Annabelle. Der übrig gebliebene Teil der Feuer- und der Buschbohnen kommen jetzt noch in Töpfe, damit sie dort keimen können, damit ich ein paar Ersatzpflanzen habe. Auch hier bei uns in Bayern war es zeitweise sehr kühl. Es wurde auch mal Minusgrade vorhergesagt, aber die sind dann doch nicht eingetroffen. Nichtsdestotrotz habe ich Schutzmaßnahmen getroffen und einerseits die Tomaten mit Vlies abgedeckt und auch Heizlüfter reingesetzt. Anfang Mai war es dann soweit, da habe ich die Paprikas an ihren Plätzen in die Gewächshäuser reingesetzt, weil ich habe bei den Paprikas deshalb so lange gewartet, genauso wie bei den Auberginen, weil sie halt keine kalten Füße mögen. Die können das weniger verkraften als die Tomaten. Da können sie mal gerne einen Schock bekommen und deshalb das Wachstum einige Zeit dann stoppen kann, bis die sich dann davon überhaupt erholen. Die Erfahrung habe ich die letzten Jahre öfters gemacht bei einigen Pflanzen. Ist wirklich nicht sehr zu empfehlen. Also bei Paprika, Auberginen und auch bei den Kürbisgewächsen, besonders bei den Gurken, achtet darauf, dass euer Boden auch anständig warm ist. Die mögen keine kalten Füße. Da können sie auch dann eventuell auch eingehen, zumindest bei den Gurken. Auch die Gurken und die Melonen durften ihre Plätze einnehmen. Mein Vater wollte mal ein paar Gartentools austesten und hat sich diese Schirme besorgt. Die sollen für viele verschiedene Sachen nützlich sein, unter anderem vor Vögel schützen, in der Nacht etwas die Kälte abschirmen und es erschwert auch den Schnecken den Zugang zu den Pflanzen. Letzteres kann ich bestätigen. Die Schnecken haben dann schon Schwierigkeiten an die Pflanzen zu kommen, müssen halt diesen Umweg gehen und manche halten dann auch manchmal außerhalb des Schirms an, kann man dann wunderbar zum Beispiel absammeln, aber komplett geschützt werden deine Pflanzen nicht, da kommen ab und zu mal ein, zwei Schnecken durch, muss man dann dennoch absammeln. Ja. Sowohl bei den Gurken als auch bei den Melonen arbeite ich sehr viel mit Mischkultur, komme ich dann auch später genauer dazu, welche Mischkultur ich da reingesetzt habe und aus welchem Grund. Nicht Melonen, aber auch Wassermelonen so gemischt reingesetzt. Melonen wachsen dann doch kräftiger und zügiger heran als die Wassermelonen, da kann es dann mal passieren, dass dann die Honigmelonen die Wassermelonen überwuchern können und das möchte ich vermeiden. Ein kleiner Blick auf die Terrasse, die Gurken haben auch ihren Platz eingenommen und auch wieder die Schirme drauf gemacht. Dann habe ich auch einige Paprikas und Auberginen wieder in die Töpfe kultiviert. Ist einer der besten Möglichkeiten,
Paprikas und Auberginen zu kultivieren. Natürlich gibt es auch einen Bohnenhochbeetkasten, eine wunderbare Mischkultur. Salate und Frühlingszwiebeln dürfen auch hier nicht fehlen. Und die Aufnahmen, als ich die Bohnen gesteckt habe und jetzt diese großen Pflanzen dastehen, ist auch ungefähr so 2-3 Wochen entfernt. Wie immer, in die ersten beiden Hochbeete dürfen die Melonen einziehen. Wer von euch baut Oregano an? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eine wunderbare Wildbienenpflanze und ein sehr schönes Kraut in der Küche. Kann man sehr viel machen. An der Stelle, wo jetzt die Hütchen stehen, habe ich Zucchini reingesetzt. Buschige und italienische Sorten sind dann die grün gestreiften, die ich sehr gerne mag, sind auch geschmacklich wirklich top. Als ich die Buschbrunnen gesät habe und jetzt zu diesem Zeitpunkt liegen auch ungefähr 2-3 Wochen und sie kommen. Ins letzte Hochbeet sind die Gurken gewandert. Dann schauen wir noch ganz schnell ins Gewächshaus rein. Die Tomaten sind wunderbar angekommen, sogar viel besser als die im Folientunnel. Habe hier auch mit sehr viel Mischkultur gearbeitet. Kommen hier noch ein paar Basilikum, Salat und Petersilienpflanzen mit rein. Und auf der anderen Seite Paprika und Auberginen. Das sind wirklich sehr kräftige Pflanzen. Einige Pflanzen sind natürlich auch übrig geblieben, die könnt ihr auch erwerben, zum Beispiel Tomaten, Paprika, Chili, Auberginen, Kürbisse, Gurken und Zucchini. Wer Interesse hat, kann mir gerne per E-Mail schreiben und die Pflanzen freuen sich auf ein neues Zuhause oder sie landen halt dann einfach im Kompost. Wie ich vorhin Kompost angesprochen habe, sind wir hier in der Kompostecke, ist ein sehr wertvoller Bereich. Den Effekt vom Kompost sehen bei dieser Pfingstrose hier, die ist seitdem wir da die Kompostansätze explodiert im Wachstum und ich glaube den Kirschlorbeer, den gefällt es da auch ziemlich gut, der fängt jetzt auch an zu blühen und es sind einige Käfer da, den hat mein Vater damals gesetzt, nicht dass jetzt hier wieder Leute kommen und hier irgendwelche Kommentare schreiben. Seid klug und nutzt die Fläche von eurem Kompost, die ist wirklich sehr wertvoll. Der Kompost kann also so als eine Art Hügelbeet umfunktioniert werden und ich garantiere euch, die Pflanzen, die ihr da reinsetzt, werden richtig gut wachsen. Kürbisse. Und zwar die 850 Jahre alte Sorte GT Okronose, eine wunderbare Melonensorte, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal die auszuprobieren. Große Früchte, bis zu 5 Kilo schwer, leichter Melonengeschmack, Schale essbar und ist auch ein Winterkürbis. Und auf dem Kompost einfach aus dem Grund, da ist so viel Power und Leben drin, die Kürbisse werden wuchern und du musst dich wirklich überhaupt nicht um diese Kürbisse kümmern, einfach reinsetzen. Gucken, dass sie halt von den Schmecken nicht so stark angefressen werden und dann halt warten, bis du die Früchte ernten kannst. Die werden nicht so schnell eingehen oder Mehltau bekommen. Mein Vater hat jetzt ein neues Projekt begonnen. Sehr frustrierend, hat er jetzt seinen Buchs rausgemacht, weil der Buchsbaumzünsler hat seine ganzen Buchsen jedes Mal kaputt gemacht und für ihn lohnt sich das jetzt einfach nicht mehr, hat nur Stress damit. Und jetzt haben wir hier ungefähr 30 Steine, in denen Pflanzen reingesetzt werden können und er meinte, er würde hier gerne Waldheidelbeeren reinsetzen. Also keine Kulturheidelbeeren, weil die ihm zu groß werden. Die werden so gut 1-2 Meter. Er möchte einfach Waldheidelbeeren, die dann gut circa 50 cm groß sind. Ein bisschen mühselig zum Ernten, aber nichtsdestotrotz finde ich eine gute Idee. Müssen wir uns jetzt erstmal schauen, dass wir die ganzen alten Wurzeln von dem Buchs auch noch mit rausbekommen. Die Erde ein bisschen säurehaltiger gestalten. Und dann sollte es hier kein Problem sein.
Goji-Beeren. Einmal und nie wieder. Früchte schmecken abscheulich. Das ist jetzt im Vorgarten im Norden vom Grundstück, neben dem Bärlauch, den ich gesetzt habe. Überwuchert die Wilderdbeere den ganzen Boden, ist ein sehr schöner Bodendecker. Haben meine Eltern damals gesetzt, nur einige wenige Pflanzen. Soweit ich weiß, ist das Knoblauchsrauke und der darf auch wachsen. Wie der Name schon sagt, Knoblauchgeschmack kann man auch bei sich in den Salat mit reintun, wenn man möchte. Ist aber keine Heilpflanze, das sage ich nicht, aus bestimmten Gründen. Ich entferne die ersten Blüten. Es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, ich würde alle Blüten entfernen und dann wird man keine Früchte bekommen. Die ersten nicht missverstehen. Dann machen es auch manche mit Absicht. Der frische Geruch von Grasschnitt hier ist wirklich ein Traum. Ich möchte nochmal auf den Punkt etwas genauer eingehen mit der ganzen Unterbepflanzung. Also ich nutze unter anderem Basilikum, Petersilie oder auch hier Tagetes, Kapuzinerkresse, so, die ich neben oder auch unter den Tomaten, Gurken oder auch Melonen setze. Einerseits für die Mischkultur, andererseits um halt bei den Tomaten zum Beispiel aufgrund der Stufen, weil halt die Tomate nach oben wächst in die Höhe, habe ich halt unten Platz für etwas Buschigeres. Den ich dann nochmal zusätzlich ausnutzen kann. So ein bisschen das Konzept wie beispielsweise bei einem Waldgarten mit den 7 Stufen. Die Gewürztagetes nutze ich sehr gerne. Gibt entweder eine buschige Variante oder eine, die etwas höher wächst. Ich habe beide, je nachdem zu welcher Mischkultur ich die setzen möchte. Die hat sehr viele Vorteile. Einerseits kann ich die Blüten auch essen. Ist ein wahrer Schneckenmagnet. Möchte dann zum Beispiel einfach einsetzen, damit empfindlichere Pflanzen wie zum Beispiel meine Paprika oder Aubergine eher geschützt sind und die Schnecken sich auf die Tagetes stürzen. Und die Tagetes lockt Nematoden an, die dann unter anderem andere meiner Kulturpflanzen unterhalb der Erde beschützen können. Basilikum unter den Gurken ist auch eine sehr gute Mischkultur, weil die ätherischen Öle vom Basilikum antifungal wirken. Das heißt, sehr gut gegen den Mehltau bei den Gurken oder auch bei den Tomaten, die ja nicht nur in der Küche sehr gut miteinander synergieren, sondern auch im Mischkulturanbau hier ein bisschen was gegen die Braunfäule. Ich nutze da auch sehr gerne die Petersilie unter den Tomaten oder hier im Folientunnel habe ich stückweise auch Frühlingszwiebeln und auch Knoblauch drin. Wenn du diese Unter- und Beibepflanzungen nutzt, dann kannst du nochmal auf einer kleineren Fläche etwas mehr ernten. Das heißt, du nutzt deine Fläche effektiver. Und die Mischkultur ist auch sehr gut für den Boden. Video dazu habe ich auch gemacht, warum ich zum Beispiel keinen Dünger mehr brauche. Werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dieses Jahr ist auch der Rhabarber richtig voluminös, sehr früh schon stark ausgetrieben. Habe ich im Vergleich zu meinem Permakultur-Mentor, der sehr viele Rhabarbers, ist meiner schon 2 Wochen vor sehr stark ausgetrieben und bietet mir auch jetzt momentan eine sehr gute Ernte. Also ich arbeite jetzt sehr viel Bokashi und Pflanzenkohle jedes Jahr rein und da sieht man, es lohnt sich. Die Pflanze ist richtig gesund. Trotz alledem, dass sie schon 10 Jahre hier wächst. Jetzt im fortgeschrittenen Frühjahr kann man es nicht ganz so gut sehen aufgrund des Bewuchses von den Johannisbeeren. Aber das Hochbeet bzw. die Hochbeete im Allgemeinen, die ich auch aus Paletten gebaut habe, die fallen langsam auseinander. Wir haben dann wahrscheinlich eine schöne Hügelbeete. Mein Vater hatte vor, das Hochbeet dann mal auseinander zu bauen, weil es dann doch ein bisschen schon schief geworden ist durch die ganze Last, die da drin ist. Ist auch fast 1 Meter groß. Und mal schauen, entweder wir lassen das dann als schöne Hügelbeete oder ich spreche mit meinem Nachbarn, der hat jetzt sich neue Hochbeete geholt und die sollen aus einem gewissen Stahl sein. Schaut sehr interessant aus, weil er auch die Schnauze voll hat von solchen Holzhochbeeten, weil die halt irgendwann mit der Zeit kaputt gehen. Das ist Natur.